Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio Stage Arts Studio in Singapur. Heute gucken wir uns mal in einer Gesangsanalyse die Georgia an. Auch Vorsicht, das ist kein Bewertungsvideo oder auch nicht Reaktionsvideo, sondern wirklich so ein Erklärbär-Video, sage ich immer dazu, so ein Reaktionsvideo. Wir gucken uns ein Video an. Und dann highlighte ich so ein paar gesangliche Aspekte, Gesangstechniken, erkläre das mal so ein bisschen. Wenn ihr möchtet, dass ich euer Video analysiere, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei. Dort unter tanjalevyvocalstudio.com könnt ihr euer Musikvideo, euer Cover einsenden und bekommt dann von mir ein analysiertes Feedback mit Übungen zu eurem Cover. Speak. Do you even hear what I say? Or does it not matter in that way? 'Cause I'm dead. Or just because I'm young. Wow. Or doesn't mean I don't mean what I say. It hurts when you look the other way. Okay. Lass uns doch mal hier einen kleinen Stopp machen. Ich hatte das Video schon bereits auf meinem englischen größeren Kanal analysiert. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut doch mal auf meinem größeren Kanal an. Und ich habe dieses Video meiner Schülerin gezeigt, weil die gute Georgia dort viele, viele Sachen auf einmal gleichzeitig macht in einer Phrase. Also beispielsweise fängt sie hier mit Kopfstimme, einer klaren Kopfstimme an und gleitet dann sozusagen oder wechselt dann quasi in Bruststimme. Und dann auch noch ziemlich kraftvoll. Und hier auch in der Passage hat sie so einen kleinen Crack eingebaut. Lass mal einmal nur zurückgehen. Auch einen ganz, ganz schönen Vibrato am Ende. Look the other way. Ich kenne die Melodie nicht genau, aber den Vibrato am Ende auch schön. Also nicht jede 10-Jährige ist halt so dynamisch in ihrem Gesang. Nicht jede 10-Jährige bedient sich halt diesen verschiedenen gesanglichen Aspekten, gesanglichen Farben. Ne? Wie jetzt beispielsweise, ich fange mal Chesty an und dann höre ich mal mit Kopfstimme auf. Oder ich mache da jetzt mal ein bisschen mehr Twang oder was auch immer. Alles, was es so an gesanglichen Farben gibt. Da hast du den Twang. Hear my roar. Das war Twang. Sehr kraftvolle Bruststimme. Okay, ganz kurzer Stopp auch wieder, ne? Also ganz viel Twang. Hear my voice, hear my thunder. Ein bisschen. Ich übertreibe es immer. Übertreiben und imitieren hilft wahnsinnig gerade Jüngeren. Also, weil die meistens nicht verstehen, was ich denn will. Und dann, indem ich das so ein bisschen vorzeige, ein bisschen überdeutlich, dann wird es doch klarer. Auch das letzte mit me. Sie ist dann nicht klar auf me gewesen. Sie war dann auf me, ne? Also, me. Oh, bro. Hey. Look at me. Oh my God! Wenn die Briten mit dem Oh my God, my coffee's basically shaking here. Oh my God, also sensationell. Auch der Slide, den sie da gemacht hat, sensationell. Also wirklich so einen guten, geilen Slide. Gerade auch in diesen Bereichen, in denen sie da jetzt arbeitet. Ey, hammerhart. Also, wie ihr seht, sie hat jetzt Crack drin gehabt. Sie hat ein Growling, ja. Do you wanna be? Ich übertreib's wieder. I want you to. Ich hatte da was zum Thema Growling schon gesagt. Auch, wie gesagt, also wie sie da rumspielt mit ihren... Schön auch mal ausgerippt an anderen Stellen. Wow, das ist sensationell. Auch sehr kraftvoll auch. Hey,
Also es ist wirklich, es ist, also man muss auch mal dazu sagen, dass hier ganz viele Sachen miteinander mitspielen. Also es ist jetzt eben nicht mal alle meine Entchen durchgesungen und es sind wirklich ganz viele Sachen. Es ist viel Dynamik, es ist viele verschiedene Vocal Settings. Also wirklich, wie gesagt, von Head Voice to Chest Voice, also von Kopfstimmregister, Bruststimmregister, Mixed Voice, diese Noten dazwischen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Dann natürlich auch Growling. Sie hat viele Passagen gerifft. Crack, dort waren ein paar, die ein bisschen gecrackt waren. Dann hat sie natürlich auch diese Slides gehabt, gerade in den Umfang nach oben, immer wieder. Und dann hat sie diesen letzten Slide auch nochmal extended. Mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, sorry, Anglizismen. Also sie hat es noch erweitert. Und ihr seht, er ist so viel in einem Song. Da kann so viel passieren in einer Phrase. Und genau das macht es interessant, was du alles mit deiner Stimme machen kannst. Und deswegen ist Gesangsunterricht auch so geil und so effektiv, weil du einfach so viel mit deiner Stimme rausholen kannst. Und wenn du den richtigen Trainer hast, wenn du einen richtig geilen Vocal Coach hast, dann kannst du genau solche Sachen eben aus der Stimme rausholen. Und auch von Leuten, die eigentlich glauben, ich kann es jetzt nicht. Ne? Klar können jetzt nicht alle perfekt vielleicht so singen, wie sie das jetzt macht. Aber es zeigt schon mal, was du alles mit deiner Stimme machen kannst. Das finde ich einfach wahnsinnig. Und sie ist 10, sie hat den Song selber geschrieben. Und das finde ich eigentlich umso, ja, das ist echt wirklich ein Talent tatsächlich. Also es ist hammerhart. Also mit 10, was habe ich mit 10 gemacht? Kinder, was habe ich mit 10 gemacht, weißt du? Gar nichts. Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass ich eure Stimme analysiere. Und wenn ihr Bock auf einen Gesangsunterricht habt via Skype, dann runtergucken in die Infobox, da findet ihr alle Informationen. Daumen hoch, Abonnement und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Und vergesst bitte nicht, die anderen Videos zu gucken, die gleich kommen. Die sind nämlich genauso cool. Liebe Grüße aus Asien. Muah.